6,5 Stunden später. Run. Servus Leute, was geht ab? Ich darf euch mal wieder herzlich willkommen heißen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, habe ich ein kleines Paket bekommen. Es ist auch diesmal wirklich nicht so groß. Und es ist von Sena. Auch das Video ist in Zusammenarbeit mit Sena entstanden. Ich wollte euch jetzt einfach mal meine Produkte zeigen, die ich mir auserwählt habe. Damit ihr mal sehen, wie meine Moto-Vlogs jetzt vonstatten gehen. Also ich habe es wirklich darauf ausgelegt, für Moto-Vlogs mir Sachen zu besorgen. Und ich würde sagen, wir fangen doch mal an. So Leute, ich habe euch jetzt mal auf den Tisch gepackt. Ihr seht jetzt meine Hände hier und den Karton. Und den machen wir jetzt einfach mal zusammen auf. So sieht die Kiste jetzt aus. Rechnung brauchen wir jetzt nicht. Packen wir es mal aus. Ui! Als erstes habe ich hier das Sena Bluetooth Audio Pack. Sieht man das da drin? Warte mal. Die Softbox. So sieht man es. Damit ich meine Stimme plus Film von GoPro automatisch aufzeichnen kann, ohne dass ich dann alles zusammenschneiden muss, fand ich sehr praktisch und deswegen habe ich es auch ausgewählt. Und dann, der Karton mal weg, habe ich hier das Sena 10S ausgewählt. Mein Traum war eigentlich das 10C Evo zu nehmen, aber das ist leider noch nicht draußen und deswegen habe ich es 10S und das Audio-Pack genommen. Beim 10C Evo wäre beides zusammen in einem. So sieht also die Kiste auf, wenn wir sie aufmachen. Machen wir das mal auf und dann ist da auch schon das gute Stück. Warte, ich zoome mal dran. So. Stelle es mir mal so hin, dass ich wieder was sehe. Wir haben hier das 10S selbst. Das ist jetzt unser Bluetooth-Kommunikationssystem, was neben am Helm befestigt ist. Ich schalte es euch mal jetzt hier so in die Kamera. Fokus. So. Dann habt ihr hier eure Halterung. Hier. Das ist die Halterung. Mikrofon und Kopfhörer. Hier unten ist noch drin Packungsbeilagen, Klebepads, also die Halterung an sich. So, jetzt kommen wir zum Bluetooth Audio Pack. Machen wir das mal auf. Bedienungsanleitung. So. Fokus. Jetzt haben wir hier unsere Kiste. Das ist jetzt das Audio Pack. Das sieht vorne so aus, da macht ihr die GoPro rein und hinten so. Dann könnt ihr hier verschiedene Moden einstellen, also ob es überhaupt generell an oder aus ist und das Mikrofon ein- oder ausschalten. Das hier ist der Adapter von der GoPro zu dem Bluetooth Adapter, dass der Ton übertragen wird. Und in dem Pack, was ist da noch dabei, ist eine wasserdichte Hülle dabei, damit auch beides reinpasst. Und auch wenn man will, hinten offen den Deckel. Ich schaue euch mal in die Videobeschreibung die Links von dem, was ich habe. Dann könnt ihr einfach mal vorbeischauen bei Sena und auch euch mal informieren, ob das vielleicht eventuell was für euch ist, wenn ihr in Gruppen fahrt etc. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich das Sena an meinem Helm montiere oder
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir einfach wirklich gerne in die Kommentare. Ich probiere es euch zu beantworten oder fragt nach, damit ich es euch beantworten kann. Ich werde damit jetzt ab sofort meine Moto-Vlogs aufnehmen. Ich hoffe, dass die Audioqualität dann brutal gut ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß, haut rein, euer Felix.